Am zweiten Tag der Schweizer Hallenmeisterschaften. In Macklingen geht es weiter wie am ersten. Selina Rutz-Büchel gegen Lore Hoffmann heißt hier ja Fische über 800 Meter der Frauen. Die Doppel-Europameisterin misst sich mit ihrer Kontrahentin, die sie an der Schweizer Meisterschaft in Basel ganz knapp im Endspurt geschlagen hat. Zu Beginn des Rennens übernimmt Valentina Rosamilia die Spitze. Die junge Athletin vom BTV Aarau Athletics strebt eine Zeit von 2:05:50 an, was die Qualifikation für die Hallen-Europameisterschaften bedeutet. Im Endspurt schlägt Lore Hoffmann Selina Rutz-Büchel ein weiteres Mal, dieses Mal um 0,6 Sekunden, und mit 2:05:52 verpasst Valentina Rosamilia die EM-Limite um nur 0,02 Sekunden. Annik Kähling konzentriert sich auf den Weitsprung und somit kämpfen Sperren, Kambunchi und von Jakowski um die 3 Medaillen über die 60-Meter-Hürden der Frauen. Kambunchi kommt besser aus den Blöcken, doch Sperren startet ihre Aufholjagd und kommt bis auf 0,006 Sekunden an Kambunchi heran. Kambunchi gewinnt in 8:10 mit einem U20-Schweizer-Rekord und Noemi Sperren läuft mit der gleichen Zeit eine neue persönliche Bestleistung. Vor 2 Jahren hat Finlay Gajo über 60 Meter Hürden die EM-Limite um 0,01 Sekunde verpasst. Dieselbe Situation präsentiert sich heute vor dem Final. Peña kommt besser aus den Blöcken, aber Gajo hat ein starkes Finish und unterbietet mit 7,81 die EM-Limite um 0,07 Sekunden. Somit sind mit Ehammer, Gajo und Peña 3 Athleten für die EM qualifiziert. Salome Lang hat an der Hallenschweizer Meisterschaft in St. Gallen im vergangenen Jahr mit 1,93 m einen neuen Schweizer Hallenrekord aufgestellt. Diese Höhen sind natürlich auch heute ihr Ziel und nach gutem Beginn und übersprungenem 1,88 m scheidet sie auf 1,91 trotz 2 guten Versuchen aus. Ayla Del Ponte hat ihre tolle Form schon gestern im 60-Meter-Finale präsentiert. Auch heute über 200 Meter ist sie die große Favoritin. Schon nach gut 50 Meter schließt sie auf die eine Bahn vor ihr gestartete Sara Accio auf und zieht gleich an ihr vorbei. Del Ponte zeigt auch ein starkes Finish und gewinnt in 23:39 ihren 2. Meistertitel in 24 Stunden. Ein gelungenes Comeback auch für Sara Accio, die mit 23:58 auf den 2. Platz läuft. William Reis ist der große Favorit über 200 Meter, vor allem auch nach seiner persönlichen Bestleistung im 60-Meter-Finale vom 1. Wettkampftag. Reis zeigt vom Start bis ins Ziel eine herausragende Leistung und unterbietet mit 20:97 den Schweizer Rekord von Kevin Widmer aus dem Jahre 1998 um 0,02 Sekunden. Mit dieser Leistung setzt er sich auf den 5. Platz der aktuellen europäischen Bestenliste. Benjamin Pföhler gegen Christopher Ullmann, das ist das große Duell am heutigen Tag. In einem spannenden Wettkampf wechseln sie sich mit der Führung immer wieder ab. Und im letzten Versuch springt Pföhler mit 7,78 m auf den 2. Platz der aktuellen Schweizer Bestenliste und gewinnt den Schweizer Meistertitel. Zum Schluss des 2. Wettkampftages ein Duell, das es in sich hat. Ricky Petrucciani gegen Charles Devonte, ein Duell, das wir schon oft gesehen haben. Und Devonte hat im Vorlauf gezeigt, dass er bereit für dieses Duell ist. Nach einigen Niederlagen hat er nun einmal das bessere Ende auf seiner Seite und mit 46:66 holt er sich die Goldmedaille und läuft zum ersten Mal in der Halle unter 47 Sekunden. 46:82 ist die Zeit von Petrucciani und damit unterbietet er seinen eigenen U23-Schweizer Rekord und bleibt ebenfalls zum ersten Mal unter den 47 Sekunden. 3 Schweizer Rekorde bei den Aktiven, einer bei der U23 und einer bei der U20-Kategorie zeigen, dass das Schweizer EM-Team bereit ist.